Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. So, ich versuche mich mal gerade hier an dem Poltergeist vorbeizuschleichen. Ich glaube, normal macht ein Poltergeist ja auch nicht so wirklich viel. Knusprige Pommes. Okay. Also er nervt halt ein bisschen, aber das wär's. Ich glaube, wirklich schädlich ist der ja nicht. Oh, warte mal. Es ist in meinem Kopf. Es hört. Saki! Okay. So viel dann dazu. Du gehst einfach von selber drauf. Ich habe keine Ahnung, warum ich da vorhin drauf gegangen bin. Schon ein paar Blümchen mitnehmen. Hier ist aber erstmal nichts. Dumme Bestie. Du denkst, du kannst mich mit ihnen töten? Oh, hi Mimik. Ich hätte vielleicht mal scannen sollen. Sie wollen in uns leben. Wie eine Krankheit. Hm. Wahrscheinlich, ja. Du erwischst mich nicht, was? Au. Ach, du bringst mich um, alles klar. Also bist du doch ein wenig schädlich. Gut zu wissen. Auf ein neues. Du machst doch ordentlich Schaden, wie ich gesehen habe. Nein! Ich kann mich nicht beherrschen. Ja, ja, ist okay. Bist du denn noch lebend? Kann man dich mal scannen? Tatsächlich. Lass mich doch mal scannen, du Sack. Meine Herren, du gehst mir gerade ziemlich auf die Nerven. Ich brauche hier mal meine Ruhe in dem Spiel. Sie hätten doch fast gehabt. Das mit dem Scan, muss ich sagen, es sieht doch so ein... Ja. Es kostet halt Zeit. Es kostet halt doch ein bisschen viel Zeit, die ich halt mit Versteck oder so besser nutzen könnte. Okay, wie kriege ich den Poltergeist weg? Der ist doch echt gerade so das größte Problem bei der Sache. Der macht halt wieder zwei... Wenn ich in diesen Bereich reinkomme, macht er mich halt noch ein- oder zweimal direkt fertig. Von daher... Sollte ich gucken, dass ich da möglichst schnell wieder rauskomme. Gut, den Bereich scannen bringt nicht so viel. War das? Lass dich scannen? Ja, danke. So, Kollege. Ich habe halt immer noch keinen Neuromods. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Na. Lass dich doch mal scannen, Kollege. Komm. Ja, geht aber. Weitere Proben benötigt. Wo sie wohl hergekommen sind. Poltergeist. Poltergeister gehören nicht zum gewöhnlichen Ökosystem der Typhon. Sie scheinen vielmehr das Ergebnis einer seltenen Mutation zu sein, die in weniger als 5% der Phantom-Genesis entsteht. Der Poltergeist ist auch die einzig bekannte Typhon, der sie unsichtbar machen kann und selbst beim Scan mit Hilfe eines Psychokorps nicht aufzuspüren ist. Der genaue Mechanismus ist zum gegebenen Zeitpunkt nicht bekannt, da deren geringe Anzahl die gemessenen Studien erschwert. Bitte beachten Sie, dass Eindämmungszellen zur Studie der Phantom-Genesis vollständig gereinigt werden müssen, damit keine Poltergeister übersehen werden. Gut, Schwäche gegen Feuer, Immunität gegen keine.
Dich hat's halt hier zerlegt. Wie gesagt, du bist tatsächlich relativ nervig. Können wir dich mal eingluen? Na, was hältst du davon? Brauch halt dringend wieder Munition. Du erwischst mich nicht, was? Oh, ein Geschütz, sehr gut. Das könnte mir eventuell gegen den Poltergeist helfen. Wenn er mich halt nicht vorher umbringt. Oh, ich lebe noch. Nein, ich lebe nicht mehr. Ich weiß nicht, will ich... Der Typ nervt. Er hält mich hier vom Vorankommen ab. Will ich denn überhaupt schon hier rein? Ich glaube, ich bleib mal hier einfach raus und guck, dass ich die anderen Sachen mal erledige und erstmal Munition kriege. Vielleicht ist in den Quartieren ja was. Dann kommen wir einfach später nochmal. Weil hier komme ich nicht so wirklich voran mit den Sachen, die ich im Moment habe. Beziehungsweise dem Mangel der Sachen. Okay, die Quartiere wären da. Das ist, glaube ich, auch so mehr oder weniger das Nächste. Du erwischst mich nicht, was? Was hast du? Eine Disruptor-Pistole, okay. Mal wieder ein bisschen Schrot. Was können wir denn dafür mal ablegen? Ich glaube, die Köder werfe ich mal gerade weg. Waffen-Upgrades. Na komm, dann setze ich die halt gerade mal ein. So, einmal, zweimal. Dumme Bestie, du denkst, du kannst dich mit ihnen töten? Die Disruptor-Teaser-Pistole. Die Disruptor-Teaser-Pistole setzt menschliche Ziele außer Gefecht. Python sind widerstandsfähiger, können aber auch kurzzeitig betäubt werden. Robotereinheiten können ebenfalls kurzzeitig vom Disruptor aktiviert und letztendlich zerstört werden. Halte Maustaste 1 gedrückt, um die Teaser-Pistole aufzuladen und lasse es zum Feuern wieder los. Benutze R zum Nachladen. Okay. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Dann haben wir halt auf jeden Fall mal was, um hier die ganzen kontrollierten Typen zu zerlegen. Schauen wir doch mal in den Postraum rein. So, da bitte rein. Einmal F. Und einmal C. Hallo Mia. Ja, Essen wäre nicht schlecht. Oh ja, ich glaube, das lohnt sich tatsächlich hier. Ich habe nicht genug Platz für die Neuromods. Verdammt. Jetzt haben wir hier alles... So, dann würde ich einfach mal gerade ein paar Dinge noch austauschen. Ich muss auch ganz dringend den ganzen Schrott mal wieder loswerden.
Liquid-Fabrikator Plan. Ich glaube, oder hatte ich das schon? Weiß ich gerade gar nicht. So, liebe Neuromods. Dann hätte ich tatsächlich gerne, was war das? Mediziner. Klingt auch gut. War das bei der Sicherheit? Neurostimulation, Psy-Experte, Psychotronik. Ich gucke gerade nochmal nach. So, wenn ich dich jetzt verbessern möchte. Brauche ich dafür Waffenschmied, okay. Und bei dem anderen, was war das hier? Tech Lab, Lab Tech, okay. Techniker, das ist Waffenschmied, okay. Reparatur 1, 2, 3. Anzugmodifizierung haben wir. Zerlegen haben wir. Wo ist ein Laptech? Hebekraft. Ah, da haben wir Laptech. Okay. Das dauert also noch ein bisschen. Das hat auch nicht. Na gut, dann. Gut, arbeiten wir darauf mal hin. Also das ist für Energiewaffen und das ist dann für Projektilwaffen. Okay. Achso, was muss ich hier wieder? Wechseln wir das mal kurz aus. Wo sind jetzt meine Medikits hin? Da, okay. Ne, ich möchte es eigentlich nicht teilen. Kann ich hier noch großartig was machen? Ich glaube, ich hau da mal noch was rein. Genau, Betäubungsdauer und Schaden. Dann könnt ihr mal wieder mitkommen. Sehr schön. Oh ja. Shotgun habe ich auf der 8 gehabt. Hat sich gelohnt, sich hier rein zu hacken. Oh ja, und es gibt hier noch was anzuschauen. Die Bereichskarte hätte ich ganz gerne. Und wird wahrscheinlich auf die Tür dann öffnen können. Ah ne. Ich glaube, ich gehe dann mal. Die Aufzeichnung geheim. Auf Anweisung von IU habe ich einen Bericht über Analyse Gallegos und bekannte Mitwisser erstellt. Enthalten ist ebenfalls eine verdächtige Unterhaltung zwischen Will Mitchell und Quinton Purvis. Umgehend IU zur Verfügung. Okay, dann schauen wir mal an. Der Container steht bereit. Das ist echt schräg, Quinton. Ich weiß, aber wenn... Ich will's nicht wissen. Ich tue Ihnen einen Gefallen, mehr nicht. Frachtcontainer 3232 steht auf der anderen Seite von Frachtraum B, neben dem Unterführungstunnel. Als ich Küchenchef im Rauminstitut war, hat mich niemand gebeten, Essen in einem Container zu verstecken. Nur nicht so viele Aale, ja? Okay. So, Zielakte, okay.
Bekannte Komplizen. Technik und Lebenshaltung. Bekannte Komplizen William, Küchenchef. Die Zielperson hat das Privatquartier verlassen um 8.05 Uhr. Vermutlich für ihre erste Schicht. Von Sicherheit in Psychotronik bestätigt. Um 9.13 Uhr Zielperson während der Schicht in Privatquartier zurückgekehrt. Ursache unbekannt. 9.21 Uhr. Quinton Purvis hat das Quartier der Zielperson betreten. Um 9.45 Uhr. Quinton Purvis hat das Quartier der Zielperson mit einem tragbaren Laufwerk verlassen. Um 10.01 Uhr. Zielperson hat das Privatquartier verlassen, Kantine besucht und wurde von Küchenchef Will Mitchell in die Küche gelassen. 10.15 Uhr. Die Zielperson hat Besatzungsquartiere verlassen. Sicherheit der Psychotronik bestätigt die Rückkehr ans Arbeitsterminal. Um 19.47 Uhr. Die Zielperson ist in die Besatzungsquartiere zurückgekehrt, hat Essen in den Privatquartieren zu sich genommen. Na sowas. So, Besatzung. Haben wir auch was Neues hier. E-Mails. Eindringling. Von Argenteno Pero, okay. Bedanken Sie, jemand versucht in mein Zimmer einzubrechen. Ich kann mich nicht verstecken, beeilen Sie sich. Ja. Da kam das zu selten. Zu spät. Ich bin gerade ein wenig durch, merke ich. Ein Keller im All. Ernsthaft? Mein Apartment hat keine Sicht auf das All? Überhaupt gar keine Fenster? Was wünscht sich ein Besucher einer Raumstation wohl am meisten? Sie haben doch sicher eine bessere Bleibe für Argenteno Pero. Oh, das scheint irgendein VIP wieder zu sein, oder? Prickelt nicht. Ich weiß nicht, was Sie an Bord der TARDIS unter Sekt verstehen, aber ich kann Ihnen versichern, dass diese Schale Pisse, die Ihr Concierge serviert hat, die Bezeichnung nicht verdient hat. Ich habe diese Zumutung in die Toilette gekippt, wo sie hingehört. Ich will so schnell wie möglich einen Ersatz. Besser noch eine Flasche Old Sada Bourbon, den Ihr CEO angeblich so schätzt. Und mehr Gläser. Die anderen sind zerbrochen. Okay. Neuer Code zum Fitnessbereich. Der Code zum Fitnessbereich wurde geändert. Der alte wurde zu oft an Angestellte weitergegeben, denen der Service nicht vom Lohn abgezogen würde. Die neue Kombination läutet 4512. Für alle zahlenden Mitarbeiter, die sie vielleicht vergessen haben. Danke, Emma. Ja. Wie die Leute mit den Netflix-Accounts. Na gut. So, da wäre Gary. Gary! Scan abgeschlossen. So, Schwächen Gu. Okay. Ging EMP. Ah, praktischerweise auch direkt am Fitnessbereich hier. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich sollte auch mal wieder speichern, merke ich gerade. Du kannst mich nicht zwingen. Mal schauen wir mal. So. Dann 4, 5, 1, 2. Nein, dich gibt's nicht. Dich gibt's nicht. Oh nein, wir können keine Hantel tragen. Ach, da bist du. Ich hab die Kontrolle. Ich hab die Kontrolle. Ich hab... So. Essen. Das lassen wir dann mal. Oh. War das? Scan abgeschlossen. Sehr gut. Dann haben wir das, glaube ich, komplett. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich kann nicht denken. Wünschte, ich kann nicht. Na, gibt's zumindest einiges zu essen hier. Und Baseballhandschuh. Kannst du da auch mal weg? Das ist halt die Frage, wie lange die bewusstlos bleiben.
Das ist doch schon mal praktisch. Oh, hi. Fuck. Das will ich gerade nochmal machen. Beziehungsweise, ich mach das gerade nochmal und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Leute hier mal zumindest gerettet habe. Und dann schauen wir doch einfach mal weiter. Aber ich glaube, das Achievement, dass ich halt keine Menschen umbringe, hat sich dann damit wohl schon erledigt, wenn es da ein Achievement für gab. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.